Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship-Podcast. Das heutige Thema ist Twist-Ending-Filme. Filme, in dem gegen Ende auf einmal ein Ereignis stattfindet, das den gesamten Film auf den Kopf stellt und in eine ganz andere Richtung verkehrt. Spoilertechnisch wird es schwierig, sag ich mal. Wenn euch Filme vielleicht generell scheißegal sind, könnt ihr das anhören. Vielleicht kennt ihr auch schon alle Twist-Filme, weil ihr super schlau seid und Nerdship-Hörer sind ja in der Regel super schlau. Was? Außer Dave. Und, ja, außer Dave. Und mit dabei sind wir eigentlich mittlerweile schon zur Stammbesetzung geworden. Einfach, weil wir praktisch alle Podcasts, die es überhaupt im Nerdship-Universum gibt, an einem Wochenende aufnehmen. Mit dabei sind Michael Wild. Hallo. Jochen Störzer. Hallo. Stefan Scholz, der aber abwinkt und nicht mitreden will. Weil das Thema nicht für mich ist. What a twist. Und David Filinki. Und das Sams. Und ich bin Hugi. soll ich mal meinen Namen tanzen vielleicht? Dann würde das, weil ich meinen echten Namen immer nicht sage. Das sehen doch die Hörer nicht, ja. Wenn du jetzt deinen Namen tanzt. Wenn ihr dazu was singt. Nein, du tanzt jetzt nicht deinen Namen. Na gut. Ist das, sollte ich jetzt schon darauf verweisen, dass da eventuell noch was zusätzlich ist? Wenn du richtig liegst. Oh, nichts, ich würde da nur. Hugi, manchmal bist du gut. Hugi, manchmal strullst du Blut. Ich würde damit noch warten. Komm, weiter geht's. Jeder stellt einen Film vor, oder? Erstmal? So. Ja, genau. Wir haben festgelegt, jeder durfte sich im Vorfeld einen Film aussuchen. Wir machen wahrscheinlich mehrere Teile, weil es viele Twist-Ending-Filme gibt. Manche gut. Manche nicht so gut. Wer möchte denn anfangen? Jochen vielleicht? Soll ich anfangen? Na klar. Ja, Jochen, fang doch mal an. Mach mal bitte. Okay. Mein Twist-Ending-Film ist Oldboy. Die koreanische Version oder die amerikanische Version? Die gute Version. Also die koreanische. Ich kenne auch das Remake nicht. Ich habe das auch gar nicht angucken wollen. Nö, ich will mir das erhalten. Ja. Mal kurz zur Story. Also. Odesu. Es geht um Odesu, genau. Das ist ziemlicher abgefuckter Loser, eigentlich. Schon am Anfang. Hm. Und der hat aber eine Tochter zustande gebracht. Hm. Eine kleine. Und irgendwie eines Abends kommt er aus einer Bar raus, total besoffen und will sich irgendwie noch zu Hause melden in der Telefonzelle, stellt seine Tochter irgendwo ab und wird dann entführt. Also Odesu, nicht seine Tochter? Genau. Hm. Odesu wird entführt und wird dann in irgendein umgebautes Hotelzimmer eingesperrt. Für... weiß ich wie viele Jahre? 14, 15? Ja, noch 13, länger? 14 hätte ich jetzt gesagt. Ja. Also jetzt zählt auch die Zahlen falsch zusammen. Ja. Nee, der kriegt dort dann... Ja, er verbleibt halt für all die Jahre in diesem einen Zimmer und er hat keinen Kontakt zur Außenwelt, außer vielleicht einen Fernseher. Genau. Er wird immer betäubt, bevor ihm irgendjemand Essen bringt oder ihm die Haare schneidet. Oder er versucht mal, sich umzubringen und dann betäuben sie ihn und flicken ihn wieder zusammen, dass er nicht stirbt. Genau, und irgendwie, er kriegt auch immer diese Dumpling, diese so Teigtaschen mit Oktopus oder irgendwie so Zeugs drin. Getrocknete Heuschrecken oder was die da reinmachen. Koreaner. Ja, gefüllte Teigtaschen. Und dann nimmt er sich doch dann so ein Stäbchen weg und mit dem versucht er dann die Wand abzukratzen und schafft es dann auch irgendwann mal nach Jahren durch eine Wand durch und dann merkt er, dass dahinter aber nochmal eine Wand ist oder
Ja, nochmal weiter und ist an der Außenwand schon. Aber er hat halt einen Stein rausgelöst. Und ja, und meint dann halt nichts. Zum Schluss eben, dass er, wo er richtig raus ist, dass er irgendwo in einem Hochhaus ist, dass selbst wenn er sich durchgraben würde, würde er nicht dann weiterkommen. War es nicht so, dass genau neben dem Hochhaus noch ein weiteres Gebäude ist, so 10 cm weit entfernt? Oder verwechsel ich das gerade mit einem anderen Film? Verwechsel ich, glaube ich, mit Cube, als sie in der Mitte. Auch ein guter Twist-Ending-Film, den wir aber nicht haben. Den kann der Stefan noch nehmen. Nee. Ja, auf alle Fälle ist er halt Fall, ist gefuckt. Er kommt da einfach kommt nicht, nicht raus. Hat Pech gehabt. Und ja, irgendwann, nach langer, langer Zeit, ohne Ankündigung, ohne nix, genau, wird er da wieder betäubt und landet dann auf dem Dach von dem Haus oder von irgendeinem anderen Haus. Von irgendeinem Haus, ja. Und wacht dort auf. Und ja, versucht dann zu gucken, was ihm jetzt passiert ist, wer dafür verantwortlich ist und was auch immer. Geht dann als erstes in irgendein Restaurant rein und bestellt sich erstmal was Richtiges zum Essen, weil er wirklich die ganzen Jahre über nur diesen scheiß Teigtaschen bekommen hat. Ja, unterhält sich dort dann auch ein bisschen nett mit der Bedienung. Und fragt sie dann halt so, ja, gibt es hier irgendwo Läden, wo dieses Zeug verkauft wird? Und dann klappert er eben diese ganzen Läden ab, wo es diese Teigtaschen gibt, weil er sich sicher ist, dass er... Er will sich rächen. Also ja, das ist auf jeden Fall erstmal die Prämisse, dass er nicht vorhat, ich hau jetzt ab und so. Nee, er will sich auf jeden Fall rächen und sucht deswegen diese Teigtaschenhändler, Hersteller, was auch immer, um über die dann vielleicht rauszukriegen, wer ihn da jetzt tatsächlich eingesperrt hat. Er isst ja auch immer dann eine... um halt einfach zu gucken, weil er halt diesen Geschmack in sich aufgenommen hat. Den wird er niemals vergessen. Genau. So. Dann hat es eigentlich schon auf. Was passiert? Naja, er landet bei dieser Köchin in der... Ist das eine Sushi-Bar? Genau. Ja, das ist halt so koreanische Zeug. Ja. Die haben ja ihr eigenes Essen. Und er trifft ja die Köchin, die Meisterin. Und es wird halt noch erwähnt, dass Frauen das eigentlich nicht machen, weil die immer zu warme Hände haben, angeblich. Mhm. Was ich denke, dass es Quatsch ist, weil Frauen eigentlich kältere Hände haben als Männer, weil die schlechter durchblutet sind. Mhm. Weil die einmal im Mund hat. Weil die nicht so gut in Mathe sind. Ja, und die findet ihn halt irgendwie interessant, weil das halt ein komischer Typ einfach irgendwie ist. Und nimmt ihn dann halt erstmal mit nach Hause. Ja, ist ja komisch. Das ist ja im Prinzip so ein Haufen Affenscheiße, aber die verliebt sich irgendwie direkt in den. Irgendwas hat die, ja. Findet ihn an ihm. Ja. So ein komischer Typ, der da hin und erstmal einen lebenden Oktopus frisst. Ja. Weil er was Lebendes. Er ist ja so eine der großen Szenen. Der Typ hat ja wirklich für die Szene einen lebenden Oktopus gegessen. Ja, die nimmt ihn dann mit nach Hause. Und will ihm halt helfen. Das Erste, was er eigentlich versucht, ist, sie zu vergewaltigen. Ne, das ist ja wohl so typisch asiatische Womcom. Aber sie schafft es, ihn abzuwehren. Und das Ding ist aber auch, muss man ja auch dazu erwähnen, in der Zeit, wo er in dem Zimmer eingesperrt war, hat er immer gekämpft. Da hat er seine Wand und hat immer gegen die Wand geschlagen und hat seine Hände zu Steinen werden lassen. Einfach weil da schon sein Ziel war, wenn ich hier rauskomme, mache ich die alle fertig. Dazu musste er halt so krass abgehärtet werden. Und ich glaube, das ist auch das eins der ersten Sachen, die er macht. Er läuft halt rum und trifft irgendwie auf Jugendliche, so die auf Krawall angestachelt sind, so verdächtige Asiaten. Und die macht er aber halt fertig, weil er krass drauf ist. Da weiß man halt schon, okay, das ist jetzt ein guter Kämpfer. Naja, und die will ihm dann halt helfen, rauszufinden, was los ist. Und ich glaube, dann versuchen sie erstmal seine Familie aufzutreiben oder zu gucken, was ist aus seiner Familie geworden, weil er hatte ja eine Frau und ein Kind. Ja, die Frau war tot oder irgendwie tödliche Pilzvergiftung oder was war da? Ja, das weiß ich nicht mehr. Also ich glaube, die finden über so Chatrooms und sowas, finden die raus, wo der Bruder steckt von ihm. Kann das sein oder kommt das später? Ach Gott, weiß ich nicht mehr. Oder also, weiß er das? Nee, ich glaube, er weiß über das Fernsehen,
Da hat er schon mitgekriegt, dass was Schlimmes mit der Pastille ist. Ja, genau, ist genau, genau. Ja, genau. Keine Ahnung, beim Autounfall oder so. Oder ja. Irgendwie sowas. Also da wusste er schon, ja, meine Familie ist tot. Genau, ja, das ist... Ich werde ihn niemals wiedersehen. Genau. Und der hat halt wirklich nur noch die Rache, was ihn treibt. Also das genau. Das ist halt so sein Motivator. Ja, und da kommt halt dann der Sache näher, wie das jetzt so Schritt für Schritt ist, weiß ich überhaupt nicht mehr. Das ist aber, glaube ich, bei dem Film auch nicht so... Nee, ist es nicht so, dass er noch diesen anderen Typ irgendwo an der Kreuzung mal trifft? Der andere Tür? Der andere Tür? Er findet halt auf jeden Fall irgendwann raus, wo das ist, das Gebäude. Ja. Eben durch seine Fressgeschichte. Oder er trifft, glaube ich, sogar noch jemanden, der auch da eingesperrt ist oder so. Ist egal, auf jeden Fall. Naja, auf jeden Fall findet er das Haus, wo das Haus ist. Mhm. Und da verspricht er sich halt eben, wenn es nicht sogar der Typ ist, den er sucht, sind es zumindest Leute, die irgendwas wissen müssen. Mhm. Naja, und der geht da halt rein. Die kriegen das aber mit durch so Überwachungssystem-Gedöns. Und dann kommt es zu einer richtig coolen Kampfszene. Mhm. Nämlich so eine One-Shot-Szene, wo... Er muss halt gegen zig Typen kämpfen, die ihm da halt alle entgegengeschickt werden. Und das ist halt so gefilmt, ein bisschen wie in einem Comic sozusagen, wie so eine ganz lange Kamerafahrt. Und er geht durch diesen Gang und macht halt zig Typen dabei. Fertig. Er hat einen Hammer dabei, genau. Ja, und das ist halt in einer so einer Szene gefilmt, geil mit Musik unterlegt, sehr gut choreografiert das Ganze. Hat übrigens auch David Brückner, unser befreundeter Regisseur in Dead Survivors, auf Hommage-Niveau. Und in Daredevil, Staffel 1 und Staffel 2, glaube ich, auch gibt es auch Hommage. Hat auch David Brückner. Die kämpfen ständig nur in irgendwelchen Gängen, also... Ja. Ja, wobei, genau. Da gibt es noch einen Funfact bei der amerikanischen Version, über den wir eigentlich nicht reden wollten. Da wollten die das auch 1:1 umsetzen. Mhm. Aber eigentlich macht es keinen Sinn in Amerika, weil du da ja auch richtige Waffen kaufen kannst, überall. In Nord- ja, in Korea schon. Ist es halt so, du kriegst halt keine Waffen, darum hat er halt einen Hammer. Mhm. Also seine Gegner haben eben auch... Das ist halt auch einfach irgendwie so, das sind halt Kämpfer... Typen, so, das ist halt irgendwie, das ist Amerika, das sind halt Rednecks. Das wäre aber ein cooler Twist, wenn dann auf einmal jemand eine Knarre zieht und peng, 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 peng. Ja. Und das ist auch das Coole, er landet halt in dem Aufzug, wo halt auch nochmal zig Typen drinsteht und er geht halt nur in den Aufzug, der Aufzug fährt hoch, er geht raus und alle sind K.O., er hat sie alle fett gemacht. Naja, und er kommt halt zu dem Typ, der praktisch in dieser Schaltzentrale sitzt, wo halt die ganzen Kameras sind, wo er dann auch merkt, okay, die haben mich auch die ganze Zeit beobachtet, was ja auch klar ist, weil die haben ja immer gesehen, wenn er irgendwie was gemacht hat. Und das ist eine sehr unangenehme Szene, finde ich. Also die ist cool, die Szene, die dann kommt, aber die ist halt auch sehr schwierig sogar anzugucken, was ja gut ist für solche Szenen, weil er foltert den Typ halt im Prinzip, indem er ihm halt mit seinem Hammer die Zähne raushebelt. Naja, und er foltert ihn und darüber kriegt er dann die Information. Also das Ding ist so, dieses Gebäude, das ist nur eine Firma, die das macht. Die sperren halt Leute ein und machen, versorgen die. Aber die sind nicht der Grund, warum er da eingesperrt ist. Das ist halt ein Auftraggeber, der hat denen das bezahlt. Der hat halt, ich glaube, er meint sogar noch so, ja, so lange wie du hier eingesperrt warst, das hat noch nie einer, war so lange hier eingesperrt. Weil der Typ hat das, der hat mich bezahlt hat für... 15 Jahre oder so. Aber die wissen auch nicht, warum so lange oder so, keine Ahnung, aber sie sagen ihm, wer das gewesen ist. Findet ihr eigentlich, das wäre ein profitables Geschäft, sowas mal aufzubauen? Ich denke schon. Also, ja, aber wie trittst du an die Leute da ran? Wie willst du das machen, dass die... Darknet. Wen möchten, ja, das Darknet mit Bitcoins. Aber gibt's ja nicht mehr. Schade. Mal die Rechte rankaufen. Jochen, mach doch mal. Und ja, er findet seinen Bruder auch wieder. Irgendwie in der Bücherei oder so. Und er hat halt diesen Namen und er kann aber nichts mit anfangen. Der kennt den Typ halt einfach nicht. Und er fragt halt auch noch immer den Bruder, ob der noch was weiß. Und da kommt dann halt das raus, so, ja, irgendwas war mit der Schwester damals. Die kanntest du wohl oder so. Mochtest die oder so. Und der kann sich da selbst nicht mehr wirklich dran erinnern. Und
Naja, er macht aber den Typ ausfindig. Es ist halt so ein super reicher Kerl in einem Hochhaus. Ja, zu dem er dann halt auch hingeht. Und der wird schon erwartet praktisch. Also scheinbar, ja, ist da was. In der Zwischenzeit übrigens ist er mit der Frau halt auch zusammengekommen. Die sind jetzt ein Liebespaar. So mit der Köchin, ja. Würde man sagen. Die haben auch schon mal geschnaggelt. Genau, schon geschnackselt. Und ja, er trifft dann auf den Typ, der ihn da eingesperrt hat. Und er will sich erstmal eigentlich rächen, aber er will auch wissen, warum. Wieso hat er das gemacht? Und der Grund ist eben, naja, Odessu, unser Hauptcharakter, er kannte die halt als Kinder. Und es ist wohl so gewesen, dass der Bruder so ein bisschen sich in seine eigene Schwester verliebt hat. Ich weiß gar nicht, wie genau das gesagt wird, aber du kannst dir zumindest denken... Du hast es aber auch im Rückblick. Sehr explizit. Das so sehr, ja, das wird schon gezeigt. Du hast ja einen Bezug zu der Schule, auf der die alle waren, und du weißt ja, okay, der Odessu, diese Schwester, um die es da ging, und halt der Bruder, der ihn eingesperrt hat, die gingen alle auf dieselbe Schule, und da gab es halt mal eine Geschichte, und dann kommt da wirklich so ein Rückblick, wo man die als Kinder auch nochmal sieht. Wie sie sich, da gibt es so eine Szene, wo Odessu einfach in ein Klassenzimmer reinguckt und sieht da halt er die, beiden beim die beiden, wie sie sich gegenseitig Schnaps die haben. Nippel lecken oder so. Na, die machen, glaube ich, schon noch heavy, also, na, ich weiß nicht, wie stark, aber so, sind so, glaube ich, im Petting-Bereich. Mhm. Und bis da war es ja im Prinzip so, dass Odessu sich vielleicht in die hätte vergucken können, aber dann ist es halt, wie Kinder halt sind oder so, er tratscht es halt weiter, er verrät's an alle sozusagen. Und ab dem ist es halt so, ja, die sind halt durch praktisch. Also die beiden Geschwister in der Schule und die Schwester bringt sich halt um aufgrund dieser ganzen Geschichte. Und naja, das ist halt der Grund, warum er ihn eingesperrt hat. Aber, und da kommt dann der Twist ins Spiel, der eigentliche Grund ist, dass der Typ halt meint, naja, ich könnte dich auch, hätte ich auch einfach umbringen können. Aber ich wollte mich wirklich an dir rächen. Und deswegen hat er ihn eingesperrt. Hat, glaube ich, auch den Unfall inszeniert von der Frau, von Odessus Frau. Und hat immer die Tochter praktisch im Auge behalten. Und dann haben sie... er hatte eine, es gibt dann noch diese, wie nennt man das, eine Hypnotiseurin, die praktisch schon so konditioniert hat, die hat den so Trigger-Momente eingepflanzt, einhypnotisiert. Und naja, die haben halt 15 Jahre gewartet, bis die Tochter halt erwachsen ist. Und hatte die ja schon konditioniert und ihn halt auch, weil er halt eingesperrt war, die Tochter, weil sie die immer im Auge behalten haben die ganze Zeit. Und haben den halt eingetrichtert, ja, wenn mal ein Typ in, wenn du einen Typ siehst, der, ist das sogar mit dem Oktopus oder so, der ein Oktopus ist? Ja, ich glaube, es konditioniert, welches Essen er bestellt. Genau. Und, dann genau. Verliebst du dich in den. Und er war halt auch drauf konditioniert, oder ist er konditioniert? Ich glaube, die sind beide konditioniert. Er ist von dem Nutz konditioniert, das zu machen, dass er diesen Oktopus ist. Ja. Dass er halt praktisch das Erste, was er macht, ist, das ist halt der Grund, warum er das Erste, was er macht, ist halt in den Laden zu gehen und stellt sich halt einen lebenden Oktopus und isst ihn. Was das übrigens in Korea auch recht üblich ist, lebende Oktopi zu essen oder Oktopus. Oktopi. Naja, und der Typ hat praktisch dafür gesorgt, dass Odessu sich in seine eigene Tochter verliebt und ja, eine Liebesbeziehung eingehen. Der eigentliche Twist-Moment ist ja, glaube ich, mit diesem Fotoalbum, wo dann gezeigt wird, hier, wir haben dann die Tochter genau, sozusagen im Gewahrsam übernommen und wir haben hier immer mal auch Fotos gemacht und er geht dann die Fotos durch von wirklich da, wo er sie das letzte Mal gesehen hat und er kann dann so wirklich auch nachvollziehen, ja, und hier ist wieder ein bisschen älter, hier ist ein bisschen älter, hier ist ein bisschen älter, hier ist ein bisschen älter, fuck, und hier sieht sie ja auf einmal so aus wie die Alte, die ich gerade geknattert habe. Und er dreht halt ab, sozusagen, mehr oder weniger, und er meint halt,
darfst ihr das aber niemals erzählen. Mhm. Und er meinte halt auch so, ich werde das auch niemandem erzählen. Und naja, er ist halt einfach so, dieser Grund ist halt, das ist so ein bisschen auch so dieses Symbolische, weil er damals das verraten hat, kommt jetzt halt dieser Moment, dass ich kann ihr das nicht sagen und du darfst ihr das auch nicht sagen. Was willst du von mir, dass du das ihr nicht verrätst? Und er schneidet sich dann selber mit so einer Nagelschere auch noch die Zunge ab. Das Schöne daran ist ja, dass er ja das nie erzählen kann. Dass der Bösewicht, der reiche Typ, gar nicht lacht, der sagt gar nichts. Oder so sagt einfach nur, ja, was willst du von mir? Willst du, dass ich wie ein Hund bälle? Willst du, dass ich das und das mache? Ja. Ich kann das machen und willst du, dass ich mir die Zunge abschneide, oder? Und der andere Typ sagt nie was, der geht überhaupt nicht drauf ein. Oder so macht einfach präventiv schon mal, was er selber gerade angeboten hat. Mhm. Und er sagt, ja, Zunge abschneiden, das ist okay, gut, dann schneide ich mir die Zunge ab. Ja, und er schneidet sich dann halt die Zunge ab. Sehr unangenehm. Das ist halt echt so dieser Moment, du hast die ganze Zeit eigentlich mit ihm so mitgefiebert und du denkst, naja, es kommt zum Schluss vielleicht zum krassen Kampf oder so, aber es kommt halt echt zu so einer kompletten Demontage von sich selbst. Also er macht sich halt selber einfach fertig und der Typ sagt halt gar nichts. Und ich glaube, es ist so, dass aber der Bösewicht, der dann selber seine Rache bekommen hat, endlich nach den 15 Jahren, sich dann umbringt. Er schießt sich, glaube ich, einfach. Und Odesu ist halt, weiß nicht mehr, was er machen soll, aber er wendet sich dann an die Hypnotiseurin. Und lässt sich selbst hypnotisieren, dass er das vergisst, dass sie seine Tochter ist. Genau, und sie hat das zu dem Zeitpunkt ja noch nicht selbst erfahren. Sie weiß das nicht und naja, Odysseus' Entscheidung ist halt einfach, naja, ich bin ja trotzdem in sie verliebt. Ich weiß jetzt, es ist meine Tochter, aber... So macht Schnackeln halt keinen Spaß. Ja, er kann nicht damit leben, also er kann nicht ohne sie leben, als in einer Liebesbeziehung. Er kann nicht damit leben, dass es seine Tochter ist und deswegen bittet er sie darum, ihn zu hypnotisieren, dass er vergisst, dass sie seine Tochter ist. Und danach, nachdem das passiert ist, kehrt er halt zu ihr zurück. Sie weiß nicht, wieso er seine Zunge verloren hat. Sie wird auch nicht erfahren, was da passiert ist. Und so endet das. Gesundheit. Gesundheit. Danke. Vielen Dank. Empfindest du das als Happy End, dass es sich am Ende hat hypnotisieren lassen, um ein glückliches Leben noch zu führen? Mit seiner eigenen Tochter. Schwierig. Ganz schwierig. Also es ist allgemein ein sehr schwieriger Film und sehr unangenehm anzugucken. Mhm. Aber geil. Aber auch richtig, trotzdem ein Film, den ich oft gucke oder relativ oft für einen Film, der unangenehm ist. Und ja, da kommen wir ja auf alle Fälle noch häufiger drauf zu sprechen, dass auch bei Twist-Ending-Filmen ja immer so, dass du die nochmal gucken willst, um halt zu sehen, ja, hat das alles Sinn gemacht? Gab es schon Hinweise darauf? Ich finde, bei Oldboy ist es halt so ein zweischneidiges Schwert. Mhm. Es gibt ja Filme wie also die bekanntesten Fight Club, Sixth Sense, sag ich jetzt mal. Das sind vielleicht so die bekanntesten Twist-Ending-Filme. Mhm. Wenn du die 15 Mal anguckst, wirst du beim 15. Mal noch so kleine Hinweise entdecken. Ich finde, bei Oldboy kommt viel so aus dem Nichts. Ja. Klar hast du Sachen, die auf den Twist hindeuten, aber da ist auch wirklich ein Großteil der finalen Auflösung wirklich erst in der Auflösung, wo du es erfährst. Aber der hat halt so viele andere Sachen auch, die ihn so einem cineastischen Wiederguckwert geben. Halt diese prägnanten Szenen, die Zahnarztszene, die One-Cut-Schlägerei, die Oktopus-Szene, der ganze Anfang dem Hotelzimmer ist cool inszeniert, das Ende mit der Zunge und so weiter. Und irgendwie, das ist einfach so ein Film, der hat einfach sehr gut gemacht ist. Und deswegen gucke ich den einfach jetzt Bock, den zu gucken. Ja, das ist auch gerade das. Gerade so Filme wie Sixth Sense, die guckt man einmal an, merkt dann den Twist und guckt sie sich dann nochmal an und teilweise zu dem Twist gucken. Aber dann wird es schon seltener. Ja, und weil das halt auch nicht so ein gut gemachter Film darüber hinaus ist. Ja. Aber gerade bei Oldboy, das ist ein Film, auch wenn man den Twist kennt, guckt man sich trotzdem ja nicht wirklich gern an, aber trotzdem immer mal wieder an. Mhm. Weil es einfach ein Film ist, der einen so einen Impact hat. Ja, der bleibt einem auch hängen. Ja.
Ja, habt ihr übrigens von dem Regisseur die anderen Filme der Vengeance-Trilogie gesehen? Die Lady Vengeance? Und Sympathy for Mr. Vengeance oder wie der Film? Ja, ich habe einen davon gesehen und dann gibt es ja noch JAF. Wie heißt das denn nochmal? Ich habe den auf DVD. Der an der Grenze von Nord- und Südkorea spielt. Oh, ich glaube, den kenne ich nicht. Kennst. Da geht es halt darum, das ist eigentlich auch ein Twist-Ending-Film. Da ist es halt so, man ist auf der Seite von Nordkorea und es ist wohl so, dass in Zeiten, das ist, spielt halt ja, in der Vergangenheit, das ist halt so, ist, die haben ja diese Grenzposten und dann gibt es so eine, die stehen sich teilweise dann auch immer so von Angesicht zu Angesicht über, aber die reden nie miteinander. Weil, naja, das sind ja verfeindete Länder sozusagen. Da ist es halt irgendwann mal so, dass die auch ins Feindesland gehen teilweise, einfach so exkursionsmäßig oder dass es auch irgendwie schwierig ist mit den Grenzen, was da wo ist. Da gibt es halt so eine gewisse Linie. Und einer, der tritt da auf eine Mine, ist aber, er merkt das halt, aber bleibt dann halt stehen. Und er wird entdeckt in dem Moment auch gleichzeitig von den feindlichen Soldaten, die halt wissen, okay, scheiße, also wir könnten den jetzt erschießen, dann fällt er aber um und wir sind tot. Wenn wir weglaufen, dann bringt er uns vielleicht um, indem er einfach seinen Fuß hochnimmt. Und was sie halt machen ist, sie entschärfen die Bombe, also diese Mine, und gehen halt erstmal wieder auseinander. Weil, naja, das ist halt so dieses Menschliche, so die Länder sind eigentlich... Der Befehl ist halt, ihr müsst euch gegenseitig umbringen, wenn sowas passiert. Aber die sagen halt, ja, wir haben keinen Bock zu sterben und hauen dann halt ab. Und das Ganze wird übrigens aus der, nachdem das alles passiert ist, das wird erzählt, weil eine das ermitteln soll, ob was da jetzt eigentlich passiert ist, weil die halt selber das nicht so wirklich erzählen. Und es kommt dann halt darauf hin, dass die sich dann gegenseitig auf einmal anfangen zu besuchen in so einem Grenzhäuschen. Und es werden halt Kumpel, so. Obwohl das halt zu verfallenen Ländern gehören, hängen die halt auf einmal miteinander ab. Teilen sich so Sachen, die es nur in dem einen Land oder in dem anderen Land gibt. Aber, ja, weiß ich nicht, ob ich das jetzt verraten soll, ihr kennt den ja dann scheinbar noch nicht. Aber auf jeden Fall geht das nicht gut aus, letztendlich. Oh, okay. Gesundheit. Naja, aber das ist auch ein echt guter Film. Und ist der von dem Regisseur jetzt auch? Das ist von dem Regisseur, genau. Ja, also bei dem Regisseur ist es so, der hat ja diese Vengeance-Trilogie gemacht, wo Oldboy natürlich auch der bekannteste ist. Und die anderen beiden habe ich auch gesehen. Ich muss ja sagen, bei einem habe ich schon komplett alles vergessen. Dann gibt es halt noch diese Lady Vengeance-Film, das war dann der letzte. Und ich glaube, Oldboy war der zweite Teil. Und als dann halt Leute wussten, ja, okay, Oldboy ist der zweite Teil einer Trilogie, haben dann die Leute auch nochmal den ersten Teil geguckt und dachten schon, oh, ja gut, nee, Oldboy ist dann schon besser. Und dann kam der dritte Teil, der wurde damals heiß ersehnt und lief dann sogar in Deutschland im Kino. Und ich habe mich da richtig gefreut auf den Film. Der ist dann halt aber nicht so gut. Da spielt halt auch wieder der Odysseus-Schauspieler mit, der ist da aber der Böse in dem Film. Und das ist aber wirklich, ja, das kann ich spoilern, weil das ist halt leider auch nicht so ein Twist-Film wie Oldboy. Da geht es halt darum, dass eine Lehrerin Rache nehmen will. Ich glaube, es ist eine Lehrerin oder eine Mutter. Eine Mutter will Rache nehmen an dem Lehrer, weil er die Kinder misshandelt hat. Irgendwie so, ich weiß es schon nicht mehr genau. Und die trommelt dann noch andere Eltern zusammen, die halt, wie sie, da auch Leidtragende sind. Ja, und das endet halt wirklich damit, dass die den Lehrer fangen. Und im Klassenzimmer gemeinsam umbringen. Und da kommt aber sonst nichts mehr, keine zweite Ebene oder was. Das ist wirklich nur, ja, die bekommen ihre Rache Ende. Und es ist halt, der ist trotzdem gut gemacht visuell, weil der Typ das halt einfach drauf hat, der Regisseur. Der weiß schon, wie er eine Geschichte erzählt. Aber das ist halt schon so sein Magnum Opus gewesen, Oldboy. Und dann hat er noch einen Film gemacht, der hieß Mother, glaube ich, einfach nur. Ich weiß nicht, kennt ihr den? Ich glaube ja. Und aber den habe ich dann nur. Der ist nämlich auch wieder so ähnlich. Es kann sein, das wäre fast so was wie der vierte Teil dieser Rachefilme. Und da geht es darum, dass eine Mutter einen geistig behinderten Sohn hat. Und ich kriege jetzt die Story vielleicht nicht hundertprozentig hin. Aber der wird verdächtigt, jemanden umgebracht zu haben. Und die Mutter wehrt sich. Der Film ist sehr, sehr lang und behandelt dann diese Reise der Mutter, die
für die Rechte des Sohnes kämpft und da halt auch im wahrsten Sinne über Leichen geht. Und er hat auch so seine Momente, aber du merkst halt, ja, aber Oldboy ist wirklich das rundeste Werk, was er geschaffen hat. Weißt du, ob die, also Oldboy basiert ja auf einem Manga. Ja, ich bin mir da mal nicht so sicher, ob der Manga erst im Nachhinein entstand. Ich glaube, der Manga ist vorher. Ich weiß es auch nicht, aber... Naja, meine Frage wäre jetzt gewesen, ob die anderen Filme auch auf dem Manga basieren, ob das vielleicht... Nee, also ich bin auch wirklich der Meinung, ich habe auch gehört, der Manga ist nicht so gut. Ich habe den nicht gelesen, ich hatte da nicht so Bock drauf, weil ich dachte auch, ne, mir reicht ja der Film. Der hat einen ganz interessanten Zeichenstil. Muss ich mal irgendwann gucken, ob ich weiß nicht, ob das so rum ist. Also ich könnte mir fast vorstellen, dass es andersrum ist, dass der Film wirklich zuerst da war. Keine Ahnung. Ja, das sind halt so die, ja, hier wird gerade wild umgebaut. Da. Ich gehe da gerade weg. So, naja. Ja, aber ich denke, das ist so zu Oldboy, das ist ja schon mal was. Ich hoffe, wir steigern uns jetzt, was den Twist gerade anbelangt, weil Oldboy, finde ich, ist halt eher so an der Schwelle. Der hat einen Twist, der hat auch einen guten Twist, aber man kann ja einen Twist besser inszenieren, besser einleiten als ein Oldboy. Das wäre jetzt einfach mal meine riskante Hypothese. Jetzt gehen alle weg, wir sitzen jetzt echt hier zu zweit und Michael steht rum. Ja, mir tut der Hintern weh von dem Stuhl. Ja, aber was ist denn jetzt? Jochen geht jetzt auch noch weg? Stefan geht weg? Was passiert denn hier gerade? Ist das der Twist dieser Folge? Ich gucke jetzt gerade nur nach, ob ich gerade Scheiß erzählt habe oder ob das wirklich von dem gleichen Regisseur ist. Ich weiß doch gar nicht, ob man das jetzt noch versteht, was du erzählst da drüben. Ich habe doch gerade von JSA erzählt. Ja, ne, das weiß schon, aber das hört man nach. Okay, das hört man, ja. Okay, Jochen legt sich jetzt hin. Auf die andere Seite, ich meine. Jochen. Also, ich kann jetzt schon mal spoilern. Der Twist des Nerdship-Podcasts, Twist-Ending-Filme, ist, dass Jochen Stürzer eigentlich was, willst du? Ich was erzählen hier wollte, aber jetzt weggeht. Und Was zum Trinken? Jetzt ist er wieder da. Der Stefan will ja eh nichts erzählen. Das ist ja also, ich habe jetzt hier mir die DVD nochmal rausgesucht von JSA. Ja. Der Film ist von Chan-wook Park. Ja. Und Oldboy ist von Park Chan-wook. Ach Mist. Möglicherweise der gleichen Leute, vielleicht auch nicht. Könnte es sein. Ich glaube aber schon, weil ich meine dadurch, also ich bin über Oldboy auf JSA gekommen. Weil das halt mal so in der Filmung auch drin. Ja komm Michael, hau du mal deinen Film raus. Genau. Das ist ja hier ein Affenzirkus. Hier. Also, lustige Wimmelbilder und so fühle ich mich hier gerade. Den Film, den ich mir rausgesucht habe, ist Memento von Christopher Nolan. Den wahrscheinlich jeder seit der Batman, der neuen Batman-Trilogie kennt. Damals war es aber halt wirklich noch ein No-Name. Jochen macht Witz. Jochen! Ding, 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 ding. Ja, und Jochen ist eine massive Dreckruste, finde ich. Der Film hat ja, du auch nicht so ein... Baum aus Biberbabys. Ein was? Ein Baum aus Biberbabys. Hat überhaupt noch jemand was? Ja, okay. Nee, jetzt aber mich. Wollen wir es mal auflösen jetzt, oder was? Ach komm, scheiß drauf. Hat noch jemand eine Karte, die er noch spielen muss? Ich habe noch 4. Nee, wir machen das schon noch Micha hat noch 4 Karten. Na dann ja, sind wir noch... Ja, okay, nee, ich bin nämlich schon fertig. Ja? Ja. Shit, dann hast du ja schon gewonnen. Dreck. Ach, es ging auch wirklich um Gewinn. Ja, wir hatten ja gesagt, wer zuerst das hinkriegt, ohne dass einer das aufdeckt. Wollen wir das da jetzt auch schon sagen? Ja, dann sagen wir das jetzt. Ja, aber wir können ja trotzdem noch weiter spielen. Ja, der Twist diesen Podcast war, dass wir noch nebenher ein kleines Kartenspiel gespielt haben. Jeder hat 5 Karten mit seltsamen Begriffen bekommen und das Ziel war eigentlich obszönen und menschenverachtenden Begriffen, mehr oder weniger. Unbemerkt ins Gespräch hineinzumischen. Also es basiert auf Cards Against Humanity. Genau, das, was wir am Anfang erzählt haben, war das in der Folge und in der Folge davor? Ich weiß es nicht. Das ist, glaube ich, in der Folge davor, da haben wir erzählt, dass wir abends Cards Against Humanity gespielt haben. Das war noch ein Gravity Falls Podcast. Ja, mit meinem selber gebauten Deck und da sind die Karten nochmal ein bisschen schlimmer. Und die Antwortkarten von Cards Against Humanity, was einfach nur random Begriffe sind, die aber oft so ein bisschen frech sind, mit den Antwortkarten haben wir den Podcast gestartet und haben gesagt, wir müssen versuchen, diese Karten, diese 5 per Zufall gezogenen Karten aus dem Gesamtdeck
unbemerkt ins Gespräch mit einzubauen. Und meine fünf Karten waren das Sams, habe ich bei der Vorstellungsrunde, du hast gesagt, ja, Michael, Jochen, Stefan, Dave, ich habe nur gesagt, und das Sams. Und ich habe gedacht, du hättest nur den Namen deiner Freundin vergessen. Dann habe ich gemutmaßt, dass Odysseus Familie durch eine tödliche Pilzvergiftung gestorben ist. Ich habe gesagt, obwohl die Frau in der Kneipe in Odysseus ja eigentlich nur einen Haufen Affenscheiße sieht, hat sie sich trotzdem in ihn verliebt. Also der Haufen Affenscheiße ist es da. Ich habe mich gerade über die Situation aufgeregt, indem ich die verglichen habe mit lustigen Wimmelbildern aus dem Zoo. Und ich habe gemutmaßt, dass in den Dumplings, diesen koreanischen Teigtaschen, auch getrocknete Heuschrecken sind. Du bist schlauer als Meister Eder und sein Pumuckl. Ja. Ja, das ist wahrscheinlich auch... damit bin ich nämlich auch durch. Huki, was waren deine Karten, wenn du durch bist? Da muss ich ja fast aus Stress furzen und eine Giraffe köpfen. Das sind schon zwei Karten weniger. Ganz am Anfang meinte ich ja, ich soll meinen Namen tanzen. Ja, das war etwas sehr offensichtlich. Da hast du es eigentlich schon direkt gemerkt, aber du hast es noch nicht aufgedeckt. Und ich habe dann ein Lied gesungen, wo Hugi Blut strölt. Ah, sehr gut. Dann habe ich vorhin gerade eben Jochen als massive Dreckkruste bezeichnet. Ja. Was meine gerade war. Auch etwas out of context. Das habe ich, glaube ich, am besten eingebaut, aber du hast es trotzdem gemerkt, bei der Odysseus-ersten Schlägerei, wo er gegen verdächtige Asiaten kämpft. Das hat so perfekt gepasst, ja. Ja, eben Meister Eder sein Pumuckl nicht sonderlich subtil eingebaut. Und bei der Szene mit Odysseus und, mit dem Typ und seiner Schwester, wo die am Rummachen sind, haben sie sich die Nippel geleckt. Ah ja, okay, das habe ich nicht mitbekommen, ja. Dann hat noch Jochen, du hast aber auch schon jetzt alle draußen, oder was? Ja, die meisten hat man nicht gehört wahrscheinlich. Ja, da werden wir das so vor sich so hin. Ja, weil der Jochen Löcher in der Lunge hat. Ja, stimmt, deswegen ist die Akustik manchmal ein bisschen schlecht. Ja, es ist offensichtlich, da waren wahrscheinlich die Zahlen falsch zusammenzählen. Ja, aber auch gut angekommen. Ja, und dann, wo du halt noch erzählt hast, dass du da... Die Jungs verdrescht, kam eben diese Jugendlichen verhaut, dann waren eben noch alle Kiddies verdreschen. Ach, das passt ja. Mit drin. Schön. Ja, Odysseus hat dann auch diese lange behaarte Affenarme. Das war witzig, weil ich gerade meinen Haufen Affenscheiße rausgehauen hat, dann kommt Jochen direkt mit den dankbaren Affen ab. Und da habe ich mich gefragt, ob du in dem Moment gemerkt hast, dass der Haufen Affenscheiße von mir auch eine Karte war. Nee. Tatsächlich nicht. Das ist aber ein bisschen unfair, weil du hast die ja selber alle geschrieben. Und ich finde, das ist dein normaler Sprachgebrauch eigentlich, die Karten, die du geschrieben hast. Deswegen fällt es bei dir überhaupt nicht auf, wenn du die... Eine tödliche Pilzvergiftung, das ist der typisch Stil. Jeder zweite Satz fängt damit an. Den für auf über das Sams zu quatschen. Du scheiß Sams-Nerd. Du scheiß Pieper-Pubimmelfresse. Wollen wir ganz kurz Pause machen, nochmal jeder fünf Karten bekommen und dann die Leute raten lassen, wann wir was eingebaut haben? Können wir machen. Ja, das ist ganz lustig. Weil das ist ja das schwarze Zeug, das jeder will. Ich habe alle durch. Ja, mich hast verloren. Wir sind wieder da. Nach kurzer Pause. Jeder hat jetzt fünf Karten. Jeder von den vier Leuten, die hier am Tisch sind. Fünf neue Karten. Wir haben ja gerade unser erstes Deck rausgespielt. Genau. Und ihr zu Hause, ihr lieben Zuhörer, jeder versucht jetzt, seine Karten einzubringen. Und ihr zu Hause dürft dann raten, welcher
welches Wort, welcher Satz, Versatzstück gehört zu einer der Cards Against Humanity. Wollen wir das dann im nächsten Podcast auflösen? Nee, schreibt es in die Comments, aber wir lösen es trotzdem am Ende. Ne, wir lösen es im nächsten Teil auf, warum nicht? Wir machen ja hier auf jeden Fall noch einen Teil. Was ich ganz interessant fände, wäre, wenn die Leute mit Timecode in die Comments schreiben, ja, hier an der Stelle, und sich dann am Ende aber auch selbst so kontrollieren können. Weißt du, wie ich meine? Du kannst doch bei YouTube das mit diesem Timecode machen. Und ich finde das ehrlicher. Also das, dann wäre es echt ein Spiel. Ich finde, wenn du dann einfach den Podcast zu Ende hörst und sagst, ja, ich hab's alles richtig. Also, du weißt nicht, warum. Genau. Jochen, gute Idee. Schon wieder. Vor allem also nicht Reis aber vergeben. Nicht alle finden die Idee gut, wie ich gemerkt habe. Oh, was machen wir denn jetzt? Also wie meinst du, ich verstehe das jetzt gerade nicht den Guck Sinn mal, wenn du bei YouTube was kommentierst und machst am Anfang deines Kommentars sowas wie 11 Doppelpunkt 12. Ja, ja, dann weißt du, das bezieht sich auf Minute 11, Sekunde 12. Und wenn die Leute, während die den Podcast hören auf YouTube, es sei denn, die hören das woanders, funktioniert es natürlich nicht, aber wenn die Leute das auf YouTube hören... Kannst ja trotzdem die Minutenzahl da anschreiben. Ja, dann könnt ihr das da hinschreiben. Während die das noch hören. Also nicht erst zu Ende hören, sondern wirklich in dem Moment, um sich selbst zu kontrollieren. Das fände ich halt ganz interessant. Und wenn jemand halt wirklich bis zum Ende durchhört und dann von uns gesagt kriegt, so, Herr, übrigens, das und das und das waren unsere Worte. Und dann, dass sich jemand anhört, dann kann er immer noch nicht sagen, so, Herr, wann kamen die denn jetzt tatsächlich vor? Das heißt, wenn einer einfach nur reinschaut, so, hey, habt ihr denn das benutzt? Also lösen wir am Ende der Folge auf, wer was hatte. Wir sagen aber nicht wann. Genau. Und das ist dann die Aufgabe der Zuhörer. Genau. Und ich würde sagen, das kann ich auch von mir aus organisieren, ich suche dann einen raus, der wirklich alles gefunden hat. Ich kann das ja kontrollieren, wann diese Kommentare geschrieben wurden, dass nicht einfach einer von allen anderen abschreibt. Und der Erste, der alles perfekt hatte, der kriegt was von mir. Aber ich verrate noch nicht was. Das ist der Twist dann. Das ist der selbstgestrickten Pullover mit rechtsradikalem Spruch drauf. Ja. Ach du Jochen. Na gut. Ja, okay. Ja, oder eine Grußkarte mit Hakenkreuzen. Ja. Ja, oder so ein Kalender mit den Pin-Up-Boys von der Schutzstaffel. Untergebracht. Okay. Ist übrigens Thema ist Memento, der Film, um den es jetzt geht. Es geht ja übrigens immer noch um Twist-Ending-Filme, falls es überhaupt jemand weiß. Ja. Aber das ist ja noch, gehört ja noch zum Teil gerade eben. Miguel, das ist dein Film. Das ist mein dein Film, Lieblingsfilm, den ich vorgeschlagen habe. Es ist nicht ganz mein Lieblingsfilm, aber es ist auf jeden Fall ein sehr guter Film. Einer der wenigen Filme ohne Samuel L. Jackson, glaube ich, oder? Ja. Ja. Die aber trotzdem gut sind. Ja. Ja, von Christopher Nolan, wie ich schon im letzten Podcast gesagt habe, der auch die letzte Batman-Trilogie gemacht hat, vor der Ben Affleck-Trilogie, bla. Ja, ich tue die hier schon wieder. Ben Affleck-Trilogie? Es soll eine Trilogie werden. Und wenn das in 10 Jahren jemand anhört, dann wissen die Bescheid. Über 6 Filme, glaube ich, abgeschlossen. Jedes Mal, wenn wir Ben Affleck aufgreifen, dann werden es mehr Filme, in denen er Batman spielen darf. Ich habe den noch nicht gesehen, deswegen weiß ich. Aber zurück zum Thema. Da mag ich nicht darüber reden. Aber zurück zum Thema. Ich gehe mal kurz auf die Story von Memento ein. Und zwar geht es um... Es geht um... einen Mann, der unter der Krankheit leidet, dass er kein Kurzzeitgedächtnis mehr hat. Und er vergisst alle 5 Minuten, was davor passiert ist. Nur noch ein Kurzzeitgedächtnis. Genau. Ja. Kein Langzeitgedächtnis mehr. Oder so. Er hat bis zu einem gewissen Punkt Erinnerungen seines Lebens, bis diese Krankheit eingesetzt hat. Und ab da ist es so, er kann sich allerhöchstens so an das, was vor 5 Minuten noch passiert ist, gerade so erinnern. Und dann vergisst er alles. Ja, und der Zeitpunkt, an dem seine Krankheit eingesetzt hat, war, dass seine Frau gestorben ist oder getötet wurde. Und er ist jetzt auf der Suche nach dem Mörder seiner Frau. Und das Interessante an dem Film ist, dass der das Gimmick hat. Er wird nicht in der chronologisch richtigen Reihenfolge erzählt,
sondern um zu verdeutlichen, wie seine Krankheit funktioniert, wird er von hinten nach vorne aufgedröselt. Mhm. Das heißt, man sieht die ersten, also es ist also Szene für Szene, ja. So 5 Minuten Blöcke und quasi der erste Block, den man sieht, ist eigentlich der Ende der Geschichte. Man das sieht, der Ende. Das Ende der Geschichte, ja. Der Ende der Geschichte. Wir wollen hier jetzt nicht Grammatik-Nazis sein. Grammatik-Neger sind wieder unterwegs. Ja, ihr verwirrt mich immer voll mit eurem Reingerede. Genau. Und ja, das sind die farbigen Szenen. Die ja, da wollte ich jetzt nicht drauf eingehen, Herr Störfer. Okay. Ja, ich wollte es ganz langsam einführen. Ich finde, ihr seid zwei Zwerge beim Kekswichsen. Wenn du Kekswichsen, dann bist du bewusstlosigkeit masturbieren. Also die erste Szene in dem Film, da sieht man halt, wie er jemanden erschossen hat und man kann davon ausgehen, was die Story angeht, dass es eben die Person ist, die er gesucht hat. Ja. Und dann beginnt noch quasi eine zweite Story-Sequenz, die schwarz-weiß ist und in der Vergangenheit spielt und quasi sein Leben vor seinem Trauma ist. Die wird auch chronologisch richtig rum. Ja, da ist die erste Folge die erste. Mhm. Und man erfährt halt, dass er so eine Art Versicherungsvertreter ist, der Versicherungsbetrügern auf die Spur kommt und da jemanden trifft, der eben diese Krankheit hat, die er später auch haben soll. Und beweisen möchte, dass die Krankheit eigentlich nur erfunden ist. Da wird dann halt auch ein bisschen so die Krankheit erklärt, bevor es dann halt wieder mit seinem Racheplot weitergeht. Und dadurch, dass halt der Film chronologisch andersrum erzählt wird, erfährt man halt als Zuschauer auch, wie die Krankheit so ist, weil du weißt halt nur, was das Ergebnis ist, aber nicht, was davor passiert ist. Zum Beispiel eine interessante Szene ist auch, als er eines Nachts in seinem Hotelzimmer aufwacht und ja, Gegenstände von seiner Frau auf dem Flur findet und dann die Tür öffnet und dann ist da halt eine Frau, fremde Frau auf seiner Toilette. Man weiß halt nicht, wie das zustande gekommen ist. Und dann erfährt man halt in dem Block dahinter, dass halt eine Prostituierte angeheuert hat und die Nacht seines Traumas nochmal konstruieren wollte, um vielleicht durch einen weiteren Schock seine Krankheit wieder aufzulösen. Ich mochte so eine schöne Szene, wo es irgendwie mitten in der Verfolgungsjagd anfängt und er so, haha, verfolge ich ihn? Und dann ballert der andere auf ihn hin und so, oh nein, er verfolgt mich. Das wollte ich auch sagen. Ja, aber praktisch jede Szenenfolge hat so einen ironischen Twist, weil du dich jedes Mal wieder fragst, wie ist er da gelandet? Und der Film spielt ja in einem relativ eng zeitlichen Rahmen, in dem aber unheimlich viel passiert. Es sind ja nur 2 Tage oder so, glaube ich. Und das muss ja der absolute Horror sein, weil der immer wieder in solchen ironischen Situationen auftaucht. Sich, keine Ahnung, ich habe jetzt den Film nicht minutiös im Kopf, aber das mit dem Hotelzimmer zum Beispiel. Es sind dann immer irgendwelche komischen Vögel involviert in die Szene, irgendwelche Gegenstände, irgendwelche anderen situativen Aspekte und so weiter. Und du fragst dich jedes Mal, schon am Anfang der Szene, weil du ja weißt, wie der Film funktioniert, was muss da an Faktoren zusammengekommen sein, dass es genau auf diese Szene hinausläuft? Mhm. Und das ist dann wieder jedes Mal so ein kleiner ironischer Twist, weil manche Sachen, denen du halt eine gewisse Bedeutung zumisst, halt was ganz anderes bedeuten. Manchmal denkst du, oh krass, das ist bestimmt was Gefährliches passiert, das ist ja was total Irrelevantes. Und dann gibt es aber auch wieder genau den Umkehrschluss, dass zum Beispiel auch Figuren, die merken, er hatte gerade wieder so einen Gedächtnisverlust, dann halt auch ihre Persönlichkeit switchen. Und dadurch bist du dir nie sicher. Du bist halt wirklich mit dem Typ, mit Guy Pearce zusammen in dieser Hölle. Dir geht es als Zuschauer genauso wie ihm und es ist halt auch wunderbar umgesetzt und auch so das Thema traue niemanden und das ist wirklich so ein Twist für Twist für Twist für Twist Film, bevor dann der eigentliche große Final-Twist kommt. Das ja, gerade
du bist auf dich allein gestellt. Er sagt ja, da will sich ja auch immer selber einreden, dass er sich selber vertrauen kann und irgendwann vertraut man seiner eigenen Handschrift und so weiter. Mhm. Aber auch das stimmt dann nicht, weil... Ja. Und die Sachen, die für ihn wichtig sind, die tätowiert er sich sogar auf den Körper, damit er die immer quasi dabei hat. Ja. Und neue Leute, die er kennenlernt, die fotografiert er erstmal und macht sich Notizen auf das Foto, in welcher Beziehung er zu den Leuten steht. Mhm. Und da hat man zum Beispiel noch diesen Teddy, der ja anscheinend sein Freund ist und ihm aber immer einredet, dass er den Mörder seiner Frau schon gefunden hat vor Jahren und dass er die Suche einfach abbrechen soll. Er findet diese Barkeeperin, die von Trinity aus Matrix gespielt wird, mit der ein kurzes Geplänkel hat, Liebesgeplänkel. Ja, eine dreifache Penetration. Noch weiter. Ja, bitte drück dir Stille ob des Kommentars von Hugi. Ich bin halt against die Humanity. Ja. Und ja, und so bildet sich das dann halt fort bis zum Anfang, wo dann eben dieser Twist aufkommt. Soll ich den dann schon ansprechen? Ja, das ist dein Film. Ja, kannst ja mal noch ganz grob so. Also bei dem Film ist es ja wirklich so. Dieser große Krimi-Plot, der ist ja schon irgendwo immer allgegenwärtig, aber da geht es, glaube ich, wirklich mehr um dieses von Szene zu Szene, aber wenigstens so ganz grob, in welcher Beziehung er zu den Figuren steht, bevor du dann zum finalen Twist kommst. Vielleicht irgendwie einbauen, vor allem halt die Carrie Ann Moss, wie das so aufgedröselt wird. Ehrlich gesagt, weil ich es nämlich selber nicht mehr so genau weiß. Bei ihr bin ich mir auch nicht mehr sicher, aber erst. Also er hatte, glaube ich, sie hatte auch irgendwann mal im Verdacht, dass sie das sein könnte. Und es ist halt, glaube ich, auch so, dass der Film schon ein bisschen darauf hindeutet, dass sie was damit zu tun hat. Aber ich glaube, da ist der Twist, dass sie halt einfach nur ihn ganz gut findet. Also das ist halt so, ist, glaube ich, eine der Verdächtigen. Und das wird auch vom Film her so, aber nee, sie hat irgendwas damit zu tun. Also, aber sie wird zumindest so eingeführt, dass sie was Ähnliches durchgemacht hat. Mhm. Also er hat auch auf dem Foto von ihr draufstehen, so, ja, sie wird dir helfen, weil sie das Ähnliche durchgemacht hat wie du. Und sie benutzt ihn aber eigentlich nur, um sich an ihrem Freund, Ex-Freund, was auch immer, zu rächen. Ach ja. Und das ist ja der... Das ist ja, glaube ich, sogar genau der von dieser Verfolgungsjagd. Mhm. Der war ja, irgendwie stimmt. Verprügelt oder so irgendwie was. Hm. Nein, er schießt ihn sogar. Ja, oder? Ja. Nein, die bringen den ja irgendwie dann außerhalb von der Stadt. Der schlägt ihn zusammen und steckt ihn in den Schrank. Dann kommt dieser Teddy, macht die Tür auf. Was ist denn da jetzt wieder passiert? Ja, aber die fahren doch dann auch zu dieser komischen Halle oder zu diesem Keller, was da ist, außerhalb. Und dort erschießen sie auf jeden Fall einen. Ja, das passiert ganz am Anfang vom Film. Nee, ganz am Anfang erschießt der Teddy. Damit fängt der Film. Also, in der Geschichte am Anfang, nicht am Ende vom Film am Anfang. Gott, ja, das ist nicht so einfach. Also am Anfang ist... Und ich glaube, wir sollten uns hier auch nicht in Details verlieren. Ja. Nee, aber ich finde halt schon, den groben Plot hätte ich halt ganz gern nochmal... Also am Anfang wird der Teddy erschossen. Das ist halt so ein Typ mit Brille und so, der wird erschossen und dann du denkst, okay, aha, das ist scheinbar der Bösewicht. Und in der nächsten Szene, die halt davor spielt, ist es aber so, dass... dass Teddy ihn vom Hotel abholt. Genau. Kriegst du es auch nicht mehr zusammen. Und dort hat er halt schon auf das Foto drauf so, ja, Teddy, und dann hinten drauf irgendwas durchgestrichen und so, ja, trau ich mich, er ist. Genau, er ist derjenige, welcher. Und das Interessante ist ja auch bei Teddy, den ganzen Film überwirkt er wie so ein zwielichtiger, kleiner, grimmiger Zwerg, den du halt als Zuschauer auch nicht traust. Und du hast ja wirklich nur das an Informationen, was Guy Pearce an Informationen hat, mit dem Unterschied, dass deine Information sich akkumuliert im Laufe des Films, rückwärts betrachtet, Szene für Szene, während Guy Pearce ja immer wieder resettet wird. Du weißt dann irgendwann halt mehr als Guy Pearce, aber bei dir bleibt halt immer hängen, ja, der Teddy
bisher wird es noch hinhauen. Fast den kompletten Film über bis kurz vor Schluss, ja, verhärtet sich das eher noch mit Teddy, dass du ihm halt wirklich nicht trauen kannst. Und dann hast du halt aber auch Figuren, die noch eingeführt werden, wie halt diese Carrie Ann Moss, bei der du halt erstmal denkst, ja, das ist eine gute. Wo es sich dann aber das Blatt wendet. Die wird dann halt auch als gemeine Bitch dann getwistet. Und wenn die das erste Mal auftaucht, kommt die halt rüber wie so eine, ja, so eine weinerliche Frau in Nöten. Dann stellt sich was, das ist eigentlich so halt, es ist die Damsel in Distress erst, dann ist es die Femme Fatale. Das ist ja auch im Prinzip so ein Noir-Thriller. Das ist ja so in der Sonne Kaliforniens, würde ich jetzt mal sagen, angesiedelt. Also wenn ich an den Film denke, denke ich an die Straßen L.A.s, strahlender Sonnenschein, aber es ist halt so ein klassischer, düsterer Noir-Thriller mit diesen klassischen Figuren auch. Der Detektivkumpel, dem du nicht trauen kannst, die Femme Fatale, die Damsel in Distress und so weiter, plus dass da manche Rollen halt doppelt besetzt werden, was halt geht, weil die sich Szene für Szene wieder eine neue Persona geben, weil ja alle anderen wissen, dass Guy Pearce diese Krankheit hat. Ja. Genau, und da gibt's halt auch nicht so einen nennenswerten Plot. Also wenn du das jetzt andersrum erzählst, kannst du ja den Plot besser ordnen. Wenn du jetzt wirklich mit der Endszene des Films anfängst, was ja chronologisch gesehen am gibt Anfang spielt. Gibt ja auf DVD auch die Option, den ja chronologisch Reihenfolge anzugucken. Wenn du den dann der Reihenfolge nach anguckst, merkst du, ja, so eine besonders komplexe Geschichte ist das ja nicht. Es ist halt wirklich dadurch, dass der so rückwärts erzählt wird, extrem kompliziert. Und da auch Hut ab vom Storytelling, wo ich mich auch frage, was war wohl zuerst da? Hat wirklich am Anfang Christopher Nolan gesagt, der ja, glaube ich, auch da mit seinem Bruder schon das Drehbuch geschrieben hat, hat er gesagt, okay, das ist der Plot und wir erzählen den einfach nur rückwärts rum, oder hat er den von Anfang an rückwärts auch geskriptet? So, ganz, ganz, ganz am Anfang war eine Kurzgeschichte, die, glaube ich, sein Bruder geschrieben hat, von jemand, der eben gerade auch diese Krankheit hat. Stimmt, ja. Und dann auch tatsächlich den Mörder von seiner Frau findet, ihn umbringt und dann aber nichts zum Schreiben da hat. Und dann alle umstehenden Leute, die vor Schock dastehen, anfleht so, ja, gib mir irgendwas zu schreiben und dann eben langsam selber merkt so, oh nein, ich vergesse so langsam, ja, dass ich den tatsächlich umgebracht habe, und dann ist es halt auch sehr tragisch. Genau, wollen wir da einfach mal den Plot in der richtigen Reihenfolge nochmal aufdröseln? Womit fängt's an? Also, was ist der, wie endet Twist das dann bei, ja, wie endet das dann bei Teddy? Also wir müssen jetzt den Twist natürlich vorwegnehmen und dann einfach nochmal die Geschichte der Reihenfolge nach erzählen. Also für mich wäre das jetzt gerade eine ganz gute Stütze. Ich habe den Film schon länger nicht mehr gesehen. Ja, ich habe den ewig nicht gesehen. Und ich denke dann jedes Mal wieder, schlau. Und dann ist es sofort wieder alles weg. Ich bin halt auch wieder rekapitulieren. Also es, chronologisch fängt es damit an, dass der Guy Pearce jemanden für Teddy tötet. Ich glaube, irgendeinen Mafia-Boss. Ja, mit einem weißen Anzug und einem tollen Auto. Genau. Und und in dem Auto, in dem Kofferraum, ist auch, glaube ich, irgendwie ein Koffer voll Geld oder so. Genau, Geld. Und da wird Teddy die ganze Zeit ran. Ja, also, du musst ja dazu sagen, der Teddy, der hilft ihm die ganze Zeit über immer nach diesem Mörder zu suchen. Und du hast aber die Information, ja, trau dem nicht und weißt aber nicht, okay, warum. Das wird ja erstmal nicht thematisiert. Und dann, ich meine, dann halt kommt ja auch am Anfang des Gesprächs, dass eben der Guy Fawkes die Mörder seiner Frau schon längst getötet hat und der jetzt eigentlich nur noch ausgenutzt wird von der Polizei, um solche Drecksarbeit zu machen. Genau. Und das hat ihn halt so angepisst, dass er eben auf dieses Foto. Das ist halt der große Twist des Films, dass er am Anfang da einen umbringt. Und halt meint so, ich hab's jetzt geschafft. Und dann er aber gesagt bekommt, ja, du hast das aber schon vor Ewigkeiten gemacht. Und wir nutzen dich nur aus. Du glaubst das aber immer nur selber nicht, dass du das schon geschafft hast. Du suchst immer trotzdem noch nach dem Mörder deiner Frau. Und deswegen geben die ihm halt einfach immer wieder irgendein Ziel, was er erledigen soll. Und das ist halt dieser Mafia-Typ. Und da ist das Geld in dem Kofferraum. Und wie ist denn das dann? Ich glaube, er haut dann aber ab mit dem Geld im Kofferraum. Ja, aber vorher macht er sich eben Notizen,
indem er quasi Teddy für sich selber als den Mörder seiner Frau genau, weil er ist jetzt auf einmal angepisst, realisiert aber, versteht dann halt, und für den Zuschauer ist das halt am Ende des Films, realisiert, ja, der hat mich die ganze Zeit verarscht, aber naja, der ist halt auch in dieser Situation, dass der ja nicht rauskommt, der hat nun mal diese Krankheit, ja, und schreibt dann, streicht dann halt Teddy, kann ich vertrauen, durch und schreibt hin, vertrau ihm nicht. Und so macht er sich eben auf die Jagd des Mörders, der eigentlich keiner ist. Genau, er macht sich wieder mal auf die Suche nach dem Mörder. Er hat, weiß ich nicht, ob er dann schon irgendwie einen Anhaltspunkt hat, sozusagen. Aber ja, dann wird der Film dann, von der Seite aus geht's dann los. Und das ist eben der Twist, dass es halt, ja, nicht um die Mördersuche seiner Frau ging, sondern es quasi Prokrastination. Ja, dass der halt einfach gefangen ist da drin, in dieser ewigen Suche nach dem Mörder. Weil er das halt nie... Ja. Ja, weil er ja. da nie rauskommt, weil er immer... Und das Tragische ist ja am Ende auch, du siehst ja in dem Film, in diesen zwei Tagen etwa gefühlt, das ist ja der Zeitraum, in der die Hauptstory spielt, wir kommen ja dann später nochmal zu diesem Schwarz-Weiß-Zeug vielleicht. In diesem Hauptteil siehst du, was das für eine Menge Verwaltungsarbeit ist, diesen Guy Pearce irgendwie durchs Leben zu führen. Und du brauchst ja seinen kleinen Sidekick da, um ihn halt durchs Leben zu leiten. Und das ist wirklich so ein 24-7-Job, was Teddy da halt schieben muss. Und auch wenn er ihn am Anfang verarscht, also beziehungsweise am Ende verarscht, je nachdem, wie man es nimmt, ist er ja trotzdem sein bester Freund, der Typ, der ihm immer hilft. Ja, ja, eben. Und das ist nämlich auch für mich der krassere Twist, dass du ja am Ende weißt, er hat den Teddy dann nicht mehr chronologisch geordnet am Ende der Geschichte. Ja. Weil er ihn am Anfang des Films, also am Ende der Geschichte, ja umbringt. Und ich finde das dadurch halt sehr interessant, dass die Frage aufgeworfen wird, ja, was ist, wenn du so im Prinzip einen geistig Behinderten mit so einer krassen Krankheit, aber auch diesen Mindset, dass er Leute umbringen will, ohne irgendeine Stütze auf die Menschheit loslässt. Was passiert dann? Und du merkst ja schon, immer wieder muss Teddy irgendwelche Situationen kletten und immer wieder müssen Leute ihn unterstützen. Aber am Ende der Geschichte chronologisch gesehen, hast du diesen Irren wirklich ohne diese ganzen Stütze, ohne diese Hilfe, die er ja braucht trotzdem, dass er halt immer wieder in eine gewisse Richtung gelenkt wird. Und am Ende ist das ja vielleicht besser, ihn immer wieder auf irgendwelche Gangster hinzuleiten, um ihm eine Aufgabe zu geben, als ihn einfach nur so vor sich hin vegetieren zu lassen, mit diesem Mindset, er will Rache nehmen an den Müttern seiner Frau. Und für mich war das halt der größte Impact am Ende nochmal. Dass du halt weißt, ja okay, der Typ ist, oder die Menschheit, die mit ihm zu tun haben wird nach dem Film, die ist gefickt. Da werden noch einige Leute wahrscheinlich auch drauf gehen. Wenn ihr die Wahl hättet zwischen so einer Krankheit und einer Geschlechtskrankheit, was würdet ihr wählen? Geschlechtskrankheit. Ja, danke. Ja, das ist halt echt das Heftige an der Krankheit, dass du halt ja immer wieder denkst, und das ist ja auch das, was er meint, wenn du irgendwas ganz Prägnantes hast, das muss doch hängen bleiben. Der kann noch was passieren. Der kann halt, wie gesagt, den Mörder seiner Frau finden. Der kann gerade in eine krasse Situation gedrängt werden durch die Trinity, die ihn halt wirklich so gegen die Wand quatscht und sich als femme fatale äußert. Der kann mit einem Bus voller japanischer Grundschüler über eine Klippe rasen. Im nächsten Moment weiß der nichts mehr. Der steigt aus dem Busfrack aus, um ihn rum lautet tote Japanerin. Sieht auf einmal Kindesmissbrauch auf Wahlnostoilette. Und hat es nee, na, aber ich meine, nein, lass mich mal das Beispiel zu Ende erzählen. Der denkt dann halt, ja, warum liegen hier so viele tote Japaner? Und egal wie krass der Impact ist, es bleibt nichts hängen. Und das finde ich ist schon echt heftig. Ja, selbst Oralverkehr mit Papa Bär hilft da nichts. Ja, Michel, es ist sehr galant eingeführt in die Diskussion. Deine Cards Against Humanity Karte. Und. Ja, das finde ich ist halt echt der Horror, weil du das halt auch an Guy Pearce Schauspiel gut ablesen kannst, wie er immer wieder drunter leidet. Dass er das Gefühl hat,
er muss sich irgendwie jetzt an die Situation anpassen und er tut ja manchmal so wie, ja natürlich erinnere ich mich an dich, ne? Das ist doch ganz klar und das ist halt so unangenehm auch beim Zugucken und später merkst du ja dann noch, die anderen nutzen ihn ja auch größtenteils wirklich aus, die wissen genau, was er für eine Krankheit hat, aber die spielen da auch noch damit, das sind alles solche Arschlöcher. Mhm. Einfach noch der Hotelier, wo ihn dann alle paar Stunden in ein anderes Zimmer reinsetzt. Ja. Und für alle berechnet. Ja. Ja, so ein Zeug halt. Aber könnt ihr nochmal diesen Schwarz-Weiß-Plot aufdröseln, wo er halt diesen Versicherungsbetrug auflösen will? Ja, da geht es eben um diesen anderen Typ. Genau, der auch diese Krankheit hat. Und er versucht halt rauszufinden, ob er das nur spielt. Geht so hin, klopft an die Tür zum Beispiel, wo er nur mit der Krankheit alleine sitzt. Und der Typ, ich glaube, ich brauche einen anderen Namen, sonst... Jenkins. Der kleine Jenkins. Muck. Genau. Der heißt denn Richard Jenkins? Der Schauspieler, ja. Nein, der Typ... Also Jenkins ist es auf jeden Fall. Nennen wir ihn einfach Jenkins. Und Jenkins begrüßt ihn halt freundlich, so als ob er den schon seit Jahren kennt und... Darum vermutet er Guy Pearce. Kann ich ja immer auf Guy Fawkes. Das ist nicht meine Card Against Humanity, die ich habe. Das ist eigentlich voll traurig. Da vermutet halt deshalb, dass der das alles nur spielt. Und als die Versicherung dann eben das Geld ablehnt, will die Frau von Jenkins nochmal eine Probe auf Exempel machen und weil sie Diabetes hat und ihr Mann sie immer spritzt, verstellt sie halt immer die Uhr, dass Jenkins ihr eine Überdosis an Insulin gibt, deshalb sie stirbt und Guy Pearce. Also deshalb die Frau glaubt da auch schon irgendwie nicht mehr, dass er das wirklich hat, die Krankheit, oder wie war das? Ja, genau. Und das lässt sie sich dann halt umbringen von ihm. Sie glaubt halt, selbst wenn er die Krankheit hätte, er liebt sie so sehr, dass er doch das merken müsste, bevor er sie umbringt, müsste er doch merken, oder das müsste, wenn überhaupt, dann löst das irgendwas in ihm aus. Ja, und das ist aber auch ein Twist, dass dieser Versicherungskram, wo du halt denkst, dass Guy, wie heißt er? Guy Pearce, halt, dass mit dieser Versicherung, dass er der Versicherungstyp ist, aber der Twist ist halt auch, dass er das war, also dass das nicht die Geschichte von ihm als Versicherungsvertreter ist, die da erzählt wird, sondern er ist der Typ, der diese Krankheit halt hat und seine Frau ist nicht umgebracht worden von irgendeinem Kerl oder so, sondern von ihm selber. Genau. Und das ist halt auch, das erzählt Teddy ihm dann ja auch. Er erzählt ihm dann halt auch, ja, dass du hast die halt umgebracht und dann haben wir halt angefangen, einfach dich auf die... Du wolltest dann jemanden finden, aber es gab niemanden, den du finden konntest. Deswegen haben wir dir jemanden gegeben, den du suchen konntest. Aber du hast nicht aufgehört, du hast einfach weitergemacht. Naja, und da ist das dann halt mit angefangen, die Tretmühle. Das ist ja sozusagen dann der doppelte Twist durch die Geschichte. Mhm. Bekommt halt dann dieses Ganze, was du eher so als so metaphorischen... Zuckerguss noch mitgenommen hast, das bekommt dir dann extra nochmal eine Bedeutung und das fand ich auch recht pfiffig. Dann merkst du ja auch, dass in dieser, die erzählt es ja am Telefon dann noch alles jemanden und dann merkst du ja auch, dass er dann auch vergisst schon, wem er das gerade erzählt und ja, wer ist da gerade am Telefon? Das ist ja auch so dieser klassische Spruch im Film, am Telefon komme ich nicht klar, den bringe ich heute noch persönlich, weil ich auch am Telefon nicht klarkomme. Ja, man müsste den Film echt zum 15. Mal angucken, um den zum 15. Mal zu vergessen. Vielleicht ist das ja die große Metabotschaft des Films. Das ist so kompliziert, obwohl es relativ einfach in der Grundstruktur ist. Ihr vergesst trotzdem so. Ich habe ja mal ein Video gemacht, wo ich das aufgegriffen habe, diese Idee einfach. Das war, glaube ich, Ed Coldnam, Teil 1, falls das auf YouTube nochmal jemand nachgucken will, was ich mir da praktisch mein Memento, wo ich halt im Prinzip die gleiche Formel gemacht habe. Ich hatte halt eine Geschichte, die geradeaus läuft und dann eine Geschichte, die rückwärts erzählt wird. Und das ist nicht einfach, das so zu schreiben, dass das logisch zusammenpasst und dass das aber halt auch so irgendwie cool wirkt, dass du
dass du halt immer so einen Twist in jeder dieser Episoden hast, die rückwärts dann erzählt werden. Und ich krieg selber Spoilers. Genau, und irgendwie auch was zum Mitraten hast und das aber zum Schluss dann trotzdem irgendwie Sinn macht. Es gibt auch übrigens. Und das ist halt natürlich nur völlig im kleinen Rahmen gewesen, aber das ist ja, kompliziert. Es gibt doch eine Akte X-Folge, die so aufgebaut ist. Die kann ich mich jetzt auch nicht mehr detailliert erinnern, aber die habe ich vor Memento gesehen, auf alle Fälle. Endomans Eiscreme-Party der tödlichen Sünden. Ja, stimmt, ja, das ist, ja gut, das ist schon nochmal ein Unterschied zwischen chronologisch ungeordnet und halt wirklich Szene für Szene in der umgekehrten Reihenfolge. Ich hätte jetzt aber tatsächlich spontan Bock, das mal in irgendeine Comic einzubauen. Vielleicht in einen Maden oder so. Das passt zur Zeitreisen auch irgendwie wieder. Ja, ne? Mir macht sowas das ist auch eine geile Idee Spaß. Aber bei mir ist das eher so, ich erzähle ja viele Geschichten chronologisch ungeordnet. Das ist, glaube ich, bei uns beiden so ein großes Ding. Aber bei mir kommt das erst, während ich schon eine Weile drin bin. Ich merke dann erst im Laufe der Geschichte, ach ja, könntest du sowas einbauen. Du könntest den Bezug von dem zu dem ziehen. Und ich was musst du wirklich planen von Anfang an? Ja, genau. Und das ist nämlich mein Problem. Und da habe ich dann schon wieder keine Lust mehr. Ich habe so 2-3 Zeitreiseplots in petto. Und das ist echt heftig. Also wir kommen bestimmt auch nochmal irgendwann zu Zeitreise-Film-Podcasts. Ich glaube, wir haben sogar noch ein Thema für einen Twist-Ending-Film, der auch gleichzeitig Zeitreise ist. Das ist nicht so einfach. Also Leute, guckt solche Filme bedacht, ne? Genießt solche Filme. Zwei davon. Es gibt noch einen anderen Zeitreisefilm, der auch einen Twist am Ende hat. Ja, na gut, Zeitreise und Twist-Filme, das ist ja oft, geht das ja Hand in Hand. Das, ich weiß nicht, auf Anhieb fallen mir fast nur Zeitreise-Twist-Filme ein. Aber ja, Leute, ich kann das euch nur empfehlen, guckt solche Filme weniger jetzt mit Blick auf Bombast und wie cool da die Action ist und ob The Rock mitspielt, sondern achtet auch, wenn ihr sonst nicht auf sowas achtet, auch wirklich mal auf die Arbeit der Drehbuchautoren. Das ist, glaube ich, was in unserer heutigen Gesellschaft zu wenig gewürdigt wird. Ich weiß auch gar nicht, ob Memento damals schon groß irgendwie da gewürdigt wurde, als er rauskam. Also ich weiß noch, als der ins Kino kam, habe ich das mitbekommen. Und ich habe damals die Filmkurze Zusammenfassung gelesen und da stand einfach, der Film wird rückwärts erzählt. Und da dachte ich, oh nee, das klingt total anstrengend, weil ich wirklich dachte, der ganze Film wird rückwärts abgespult. Und das ist natürlich nicht so. Also wirklich immer Szene für Szene läuft schon von Anfang nach Ende. Die sind halt nur verkehrt rum angeordnet. Hätte ich das damals gewusst, hätte ich den wahrscheinlich auch im Kino geguckt. Das war am Anfang der 2000er, glaube ich. Wurde aber damals auch von Zombies im Radkasten völlig überschattet. Also der war gerade. Ja, Zombies im Radkasten war, ja stimmt, das wurde damals auch als der bessere Christopher Nolan-Film der damaligen Zeit tituliert. Aber da haben sie immer gesagt, das ist der Film, den er eigentlich hätte machen wollen. Ja, genau. Memento lag dann halt noch unter Schublade, hat er gesagt, ja okay, irgendwann mache ich mal meinen Zombies im Radkasten-Epos, aber erstmal Memento. Und wir warten immer noch auf Zombies im Radkasten. Ja, irgendwann kommt das. Aber es soll jetzt auch dem nächsten Memento Remake geben. Wie verarbeitet ihr das? Findet ihr das schlecht oder treibt ihr euch damit Pudding ein? Also ganz kurz, ich will nur noch mal sagen, das leitet nämlich dahin auch ein, nicht in das Pudding einreiben, sondern in das Remake. Ich fand, der wurde halt damals sträflich vernachlässigt und es gibt ja auch zum Beispiel so Filme wie Fight Club, die jetzt nach all den Jahren halt so einen Hype haben und das Internet ist sich mittlerweile relativ einig, wie wir ja auch, zumindest Tuki und ich, Fight Club ist der beste Film aller Zeiten, weil es auch der schlauste und handwerklich wirklich perfekt gemacht ist. Also ich weiß, das Internet besteht für mich eigentlich nur aus Live-Strip-Werbung. Ja, Michel, danke. Wenn du die einbaust, die Karten, dann bitte nicht so, dass es komplett den Faden zerstört. Du musst das ein bisschen in deine Ausführungen gekünstelt damit einweben. Aber okay, ich versuche es ein bisschen besser, ja, so wie ein heilig gesprochener Zwetschgenmann. Ja, dann hoffe ich, hast jetzt deine Karten endlich weg. Das ist ganz schlimm. Wir müssen völlig vom Faden weg. Gestern haben wir das Spiel gespielt, Cards Against Humanity. Hat mich uns alle abgezogen. Aber wenn du die Karten zweckentfremdet in dem natürlichen Gespräch einbinden musst, dann hat er wirklich eine ähnliche vor allen Dingen, weil er geistige Störung wie Guy Pearce in Memento. Vor allem, weil er das
einbauen will, aber dann auch die Karte erst nimmt und dann nochmal liest, was er da jetzt eigentlich nur spontan ins Gespräch einbauen wollte. Das ist wie so ein Family Guy Überleitungsding. Das ist wie damals mit den heimlich gesprochenen Zwetschgenmännern. Nee, es ist überhaupt nicht. Es hat nichts mit heilig gesprochenen Zwetschgenmännern zu tun. Aber wie soll man heilig gesprochenes Zwetschgenmännern aber ins Gespräch einbauen? Anders, gut. Ich glaube, du hast von uns anderen auch jetzt nicht alles mitbekommen, weil wir das subtil einbinden. Wenn wir jetzt noch im Radkasten, das habe ich mitbekommen. Ja, prima, prima. Weil das gar kein Christopher Nolan ist. Wenn du Teddy wärst, würdest du zu Guy Pearce hingehen und sagen, ja, du hast deine Frau mit Insulin umgebracht, bring den Mafia-Typ um. Ja, natürlich, warum sollte ich nicht? Man soll ja immer die Wahrheit. Man muss ja immer ehrlich sein, genau. Okay, ich hoffe, du hast jetzt jedenfalls all deine Karten weg. Jetzt kann ich nämlich nochmal umlegen. Okay, es gibt jetzt halt dieses Common Sense, ja, Fight Club ist der beste Film, aber als der 99 rauskam, hat kaum jemand das mitbekommen. Der war, glaube ich, für einen Drehbuch-Oscar nominiert, das war's aber. Der hätte aber damals echt 7-8 Oscars verdient. Ja. Und Memento war auch ein Film aus der Kategorie, das hat niemand mitbekommen damals. Ich war ein bisschen abgeschreckt von dem Konzept. Das sind Filme, die wahrscheinlich einfach zur falschen Zeit rauskamen. Beides Filme, die durchs Internet nochmal so einen zweiten Frühling erleben, aber leider auch beides Filme, denen das nicht viel bringt, weil die damals mehr oder weniger gefloppt sind oder zumindest zu wenig eingespielt haben. Und ja, bei Memento ist da halt jetzt der nächste Schritt, es soll ein Remake geben. Und das macht mir halt echt Angst, weil ich mir denke, ja, Memento ist als das, was es ist, perfekt. Warum nimmst du nicht einfach Memento? Das ist so generell ein Problem, was ich Wer soll das denn machen? Wieder Christopher Nolan oder? Ich glaube, jemand anders habe ich mal gehört, aber. Warum? Ja, ich würde sagen, dann mach eine ganz andere Geschichte und sag, es ist ein Film im Geiste von Memento, aber es ist nicht nochmal genau die Story. So wie mal ein Video. Ja, genau. Und das würde halt funktionieren. Und du kannst ja sagen, ja, kannst den ja Memento nennen, vielleicht noch mit einem Untertitel, aber erzähl bitte eine andere Geschichte. Weil sich jemand anders ja jetzt schon die Mühe gemacht hat, nämlich Nolan und sein Bruder, die haben sich ja schon die Mühe gemacht, das Grundkonzept aufzubauen. Das Ding dann abzudrehen, ist ja jetzt nicht die große Kunst. Und ich habe da halt das Problem, ja, warum nimmst du nicht den Film, der heute noch genauso gut anguckbar ist, und guckst den einfach? Ja. Der ist von Anfang der 2000er. Die haben seitdem keine besseren neuen Kameras. Es bringt doch nichts, den jetzt nochmal in 3D-Grafik zu machen und was weiß ich, nochmal Samuel L. Jackson einzubauen. Der ist perfekt. Das ist ja nicht so, dass irgendwie ein alter Schwarz-Weiß-Stummfilm ist, wo es sich lohnen wird, ein Remake zu machen. Das ist halt so ein generelles Problem mit aktueller Filmindustrie, dass wenn ein Film 10 Jahre alt wird, müsste sofort remaked werden. Das 10 Jahre alte Zeug kann doch niemand mehr angucken. Und das ist halt wirklich auch für mich ein Meisterwerk. Das ist Kunst. Das heißt also auch nicht alle 10 Jahre, komm, wir machen nochmal Citizen Kane. Ja. Ja, jetzt sollte doch schon langsam mal Citizen Kane 2 kommen, Zombies im Radkasten. Ja. Panzerlabyrinth? Ach so, ja. Okay. Mit Zombies im Radkasten klappt das besser. Ja, fällt euch noch was zum Memento ein? Was heißt Memento? Also was bedeutet das? Erinnerungsstück. Oder erinnern einfach. Ja. Memento Mori, bedenke den Tod. Bedenke dich todig. Ja. Guter Name, passt ja irgendwie. Irgendwie schon. Der zwielichtige Teddy wäre auch ein guter Name. Die Abenteuer oder von Guy Pearce und Teddy. Die heilig gesprochenen Zwetschgenmänner. Der Film. Ja. Nee, ja, eigentlich haben wir das ganz gut. Wollen wir mal? Ganz gut. Ja. Ich kann den Podcast ja auch so schneiden, dass alle 5 Minuten einfach. Ja, wir fangen bei dieser Zwetschgenmänner-Diskussion an und erzählen es dann rückwärts, wie es da hinkommen konnte. Und dann am Ende so Twist. Ah. Oh, der Twist war das Michel einfach nur ein bisschen langsamer. Denk, da ist nochmal ein Arsch. Wollen wir mal unsere Karten auflesen? Das haben doch bestimmt alle haben doch nicht alle ihre 5 Karten gespielt? Nein. Ja, wann wolltest du das jetzt noch einbauen? Wie wollen wir jetzt noch das Gespräch, dass du deine Karte einladen willst? So ein bisschen Smalltalk. Ihr habt mir das vermasselt. Ich wollte das ganz zum Schluss einbauen, ihr beschissenen, jodelnden Sexualstraftäter. Okay.
Hast du jetzt alle Karten? Ich hab das leider stimmt. Ich hab das vergessen, was wir das auflösen wollen. Das wäre mein allerletzter Satz gewesen. Hättest du dir sowas bringen können wie Teddy bringt halt Guy Pearce dazu, irgendwelche Jodel- und Sexualstraftäter hochzuhalten. Ja, ich wollte es halt, ich wollte die Zuhörer damit verabschieden. Also, ja, aber wir müssen ja schon nochmal auflösen. Also ich schätze mal am Anfang die große Nazi-Party, die wir ja geschmissen haben. Nee. Also nee. Den, ich weiß nicht, Jochens, du hattest deinen Pullover da wahrscheinlich eingebaut. Das mit den Grußkarten, das war einfach nur spontan, weil ich mich noch dran erinnere. Ja, ich dachte nämlich, die gibt's ja, die Karte. Ich hatte aber die Pin-Up-Boys von der Schutzstaffel. Naja. Also Kondolenzkarten mit Hakenkreuzen, das war nicht keine meiner Karten. Ah, okay. Ja, schlau. Spontan. Du schlaues Schweinchen, du. Das haben bestimmt schon 5 Leute das und das Video kommentiert. Ja. Ja, Samuel Jackson. Wenn das auch mit drin ist in der Lösung, dann sage ich gleich, nee, ist falsch. Ja. Also wie gesagt, muss Samuel man eigentlich jedes Vorkommen von Samuel Jackson markieren? Nee. Schwierig. Ich habe ja zweimal eingebaut. Alles doppelt. Ja, Samuel Jackson, wie gesagt, was ist bei euch so? Ja, irgendwie hat irgendjemand was mit Kekswichsen erzählt. Ja, ich. Und ich dann Zwerge beim Bewusstlosigkeit masturbieren. Genau, baut sehr gut auf anderen auf. Wir haben auch echt viele der Karten, die wir gestern halt schon mal gespielt haben, jetzt wieder mit drin gehabt. Ich habe irgendwo mal Neger einbauen müssen, das war mir sehr unangenehm. habt ihr das mitbekommen? Habe ich nicht mitbekommen, weil du es halt oft sagst, das Wort. Ja, stimmt, aber nicht im Podcast. Nicht im Podcast, ja. Das ist die Gelegenheit im Zusammenhang mit Samuel Jackson. Wollte ich erst, ja, Samuel Jackson, der Quoten. noch mehr muss man, das wird jetzt nicht überstrapaziert. Ich weiß nicht, wo ich es eingebaut habe, ich fand, das klang sehr natürlich. Also so wie, oh, da, hoppla, da ist mir ein Wort entkreucht. So, was hattet ihr so? Wo du angefangen hast mit irgendwelchen Bussen und Zeugs, was da rumfährt. Bus voller japanischer Grundschüler, ja, der über einen Klippen macht. Kann natürlich auch die Schulmädchen-Animes. Das war echt schwierig. Und plötzlich war Guy Pearce beim Kindesmissbrauch auf der Bahnhofstoilette. Ja, aber da muss ich sagen, bei den beiden, die jetzt gerade genannt, so die haben völlig fehlplatziert mich auch aus dem Konzept gerissen. Daran erkenne ich immer auch, die spielen gerade so eine Karte. Meine letzte Karte war der kleine Muck. Ja, das habe ich mitgekriegt. Ja, okay. Ich hatte noch die dreifache Penetration. Ich frage mich übrigens, ob ich damit auch der Erste war, der alle 5 Karten rausgespielt hat. Also Hugi kann es ja nicht gewesen sein, Michi kann es nicht gewesen sein, aber wann hast du deine letzte rausgespielt? Ich habe den. Die letzte war Pan's Labyrinth. Ja, okay, nee, dann habe ich als Erster. Zwischendrin, wo ihr euch gestritten habt, hatte ich noch, aber das hat niemand gehört, eifersüchtige Waschweiber rein. Doch, ich habe es mitbekommen. Ja, ich fand es auch gut eingebunden, ja. Ja, gut, und dann der klassische Christopher Nolan-Film Zombies im Radkasten. Auch nicht sonderlich subtil angebaut. Ich finde, die Karten sollten in Zukunft mehr in den Kontext eines Monologs mit verwoben werden und nicht einfach nur, wenn jemand was erzählt. Michael, was waren deine noch? Also ich habe ja ganz subtil Geschlechtskrankheit eingebaut auf die Frage. Ja, das war gut zum Beispiel. Das war echt nicht schlecht. Und dann war es eigentlich nur noch scheiße mit Livestrip-Werbung. Ja. Wo ich leider einen Dev unterbrechen musste, um das einzubauen. Oralverkehr mit Papa Bär. Das war, glaube ich, völlig daneben in dem Moment. Und sich mit Pudding einreiben. Das fand ich schön. Das war ganz gut, aber das wusste ich trotzdem, dass das eine Karte ist. Und dann noch die heilig gesprochenen Zwetschgenmänner. Die waren natürlich sehr subtil eigentlich. Ja. Na gut, haben wir ganz schön viel jetzt gelabert. Über na gut, ihr Scheiße. Juden. Wir sehen uns beim nächsten Teil. Wir machen noch ein oder zwei Twist-Ending-Filme machen wir bestimmt noch mal. Für mich wäre es jetzt zum Beispiel ein Twist, ob du die Folge in 2 Teile runterschneidest, weil wir ja jetzt relativ viel gequatscht haben. Ich wollte es ja nicht machen, eigentlich. Vielleicht ich ja gesagt, das ja doch. Ja, die Diskussion hatten wir bei Gravity Falls vorhin auch schon. Ja. Ach ja, wir sehen uns beim nächsten Teil. Vielleicht war das jetzt schon... War das hier jetzt noch Teil 1 vom... Das wird
Weil wir nehmen ja wie Memento die ganzen Podcasts alle durcheinander auf. Wir haben jetzt schon verschiedene Reihen, die wir angefangen haben. Mit Gravity Falls und Spielezeitschriften und jetzt auch noch mit Twist-Filmen. Und alle teilweise ein und zwei. Ja, komm, ist der Podcast das mit den Anne-Frank-Tagebüchern? Genau. Deswegen habe ich keine Ahnung, wie viel Nerdship das hier jetzt ist und wann der nächste genau kommt. Und wenn ich das nächste Mal hier anmoderieren muss, dann kann ich mir auch zwei Berge beim Kekswichsen vorstellen. Es wird auf jeden Fall ziemlich schwierig. Wir sehen uns einfach im nächsten Nerdship-Podcast. Nächste Woche geht's übrigens weiter. Übrigens ist heute Muttertag, also denkt an den duftenden Blumenstrauß für eure Mutter. oder wünscht ihr fiesen Pflaum in die Fresse? Du blöde Piepuper-Pimmelfresse. Ja, vielleicht besprechen wir beim nächsten Mal einfach nur noch einen Herr der Ringe-Film. Mal gucken. Harry Potter und der Zauberwürfel. Milf-Pornos mit Happy End. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship Podcasts. Heute verraten wir das Thema einfach mal. Ne, ich muss es anders. Das ist dumm. Das ist was anderes, was ist am Ende dann. Du kannst das Thema auf alle Fälle. Doch, musst du sogar. Wir hatten was anderes, was wir geplant hatten für das Ende der Folge. Nämlich, dass ein was nicht vorkommt. Das war doch die Idee. Du musst doch das Thema nennen trotzdem. Ja, jetzt habe ich einen Schlag an. Wisch dir mal die Spucke ab und dann wurde hier mal zu Ende. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren.